Er ist heiß begehrt. Der Pokal für den Sieg beim Lufthansa Final Four. Topfavorit beim DHB-Pokalfinale wie immer Kiel. Der THW will seinen Triumph aus dem perfekten letzten Jahr wiederholen, aber... Man sieht, dass die Jungs auch Fehler machen können. Das haben einige Mannschaften dieses Jahr schon ausgenutzt, aber nichtsdestotrotz ist Kiel die Mannschaft, die es gilt zu schlagen. Und siehe da, Alfred Gislason stimmt beim Tiefstapeln mit ein. Der THW-Erfolgscoach weiß schließlich um die Qualität der Teams beim stärksten Handball-Event der Welt. Das ist natürlich so, dass jetzt drei Nordmannschaften dabei sind von vier. Also ist spiegelt ein bisschen gerade der Stand in der Liga, weil diese drei Mannschaften haben alle guten Lauf, denke ich. Wir gegen Melsungen, die auch sehr gut gespielt hat diese Saison, auch uns geschlagen hat, in Kiel sogar im Dezember. Und da ist schon für Brisanz gesorgt. Er steht für Emotionen, Leidenschaft, unbedingten Siegeswillen. HSV-Trainer Martin Schwalb, THW-Jäger Nummer 1. Nicht zuletzt durch den Heimvorteil und die starke Rückrunde der Hamburger. Ich glaube, dass wir uns in den letzten Wochen und Monaten doch so gut entwickelt haben, dass wir uns auch wieder den Respekt unserer Mitbewerber erarbeitet haben. Denn die Mannschaft präsentiert sich, obwohl sie einige Verletzungsprobleme hat, immer sehr gut. Wir versuchen, gute Abwehrarbeit zu machen. Und das ist natürlich auch der Faustpfand, den wir in der Hand haben und sagen, das ist vielleicht der Grund, warum wir hier am Wochenende erfolgreich sein können. Ich denke auch, dass gerade die Rückkehr von Yogi Bitter für HSV sehr, sehr wichtig ist. Ja, weil er knüpft jetzt auch wieder an seine alten Leistungen an. Und es ist ja oft so, wenn gleich starke Mannschaften gegeneinander spielen, sind eben die Torhüter entscheidend. Auch Flensburg als aktueller Tabellendritter mischt ordentlich mit. Schließlich geriet Kiel in Flensburg diese Saison schon unter die Bretter. Hat Trainer Vranjes als leidenschaftlicher Fotograf schon das Jubelbild im Kopf? Nein, erstmal nur die Atmosphäre. Es ist eine, kann man fast sagen, eine Ehre, hier zu sein. Das ist nicht viele, die das erleben können. Ist eine Euphorie von allen. Ich meine, man kriegt Gänsehaut, wenn man reinläuft. Du hörst deine eigenen Fans, aber du hörst auch die anderen Fans. Und das ist einfach etwas Besonderes. Sie haben eben einen sehr ausgeglichenen Kader. Ja, wie gesagt, mit Andersen hinten drin und dann eine richtig stabile Abwehr. Holen sich sehr viele Bälle und machen einfache Tore über einen Gegenstoß. Und vorne im Angriff sind sie sehr diszipliniert. Und einer der Rückraumschützen sticht immer. Zuletzt zum Underdog. Experten sehen wenig Chancen auf die Wiederholung des Melsunger Siegs gegen Kiel in der Liga. Die MT selbst gibt sich da schon selbstbewusster. Wir haben in der Saison schon einige positive Signale gesetzt. Wir sind hier, um Pokalsieger zu werden. Das hört sich vermessen an, ist es auch. Und wenn uns das gelingt wie im Hinspiel, dass wir einen super Tag erwischen, wo alles passen muss natürlich, dann stehen wir im Finale. So einfach ist es. Und dann geht es letztendlich, wenn man im Finale ist, auch mit Pokalsieg. Das war meine Kampfansage. Und so schielen natürlich alle vier auf den Pokal. Das Lufthansa Final Four wirft seine großen Schatten voraus. Ein ganz besonderes Handballwochenende steht bevor.